Wir machen aus dem Mist der Vergangenheit Dünger für die Zukunft. Wir haben Landwirtschaft mit ca. 60 Hektar, haben nur Stiermast und einen Regenwurmstall, machen Führungen und Schule am Bauernhof. Am meisten fasziniert mich eigentlich die Arbeit an sich im Regenwurmstall und dass man eben aus dem Rindermist und Gras und Stroh so einen tollen Dünger machen kann mit Hilfe der Regenwürmer. Ja, mittlerweile ist das immer Regenwurmstall für die meisten in unserer Umgebung normal. Am Anfang natürlich haben sie alle nur gelacht und sich recht darüber amüsiert. Wir dann oben füttern und unten ernten, dadurch stören wir die Würmer nicht. Das ist immer ganz wichtig. Dann ist unten ein Baustellgitter und da wird dann mit einem Seil eine Schicht nach unten geschnitten. Der Regenwurmhumus ist ein biologischer Dünger. Durch die Verdauung vom Regenwurm wird er das nur mehr komprimiert und dadurch ist es auch sehr nährstoffreicher Dünger. Wenn ihr einen guten Dünger braucht, dann kommt ihr ins Waldviertel, schaut euch unseren Regenwurmstall an und kauft bei unserem Regenwurmhumus.